Ja, geil. Magikelfels hat einfach mal 2.000 Zeug in Pokémon GameCube Wochenende gepackt. Sind schon 26% geschafft. Getting closer. Ja, geil. Mario-Fan-Best-Offs hat einfach mal 2.000 Zeug in Good Game GameCube Wochenende gepackt. Sind schon 28% geschafft. Getting closer. Ja, geil. Gami Boylante hat einfach mal 2.000 Zeug in Good Game GameCube Wochenende gepackt. Sind schon 30% geschafft. Getting closer. Jo, moin moin zusammen und einen schönen guten Abend wünsche ich. Hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen schönen Montag. Oder zumindest einen gut erträglichen Montag. Mein Montag ist heute heute wirklich sehr gut, denn es fängt wahrscheinlich jetzt irgendwann gleich an zu regnen. Und danach sollen die Temperaturen drastisch runtergehen und ich bin da sehr glücklich drüber. Es ist nämlich asozial warm momentan, es ist zum Kotzen. Ja, ansonsten haben wir heute wieder jede Menge Spaß vor uns, würde ich sagen. Wenn ich daran erinnern kann, beim letzten Mal durfte ich ja gegen dieses wunderbare, keine Ahnung, Tesla-Skelett antreten, was hart unter Strom steht. Ich bin mal gespannt, das werden wir dann heute irgendwie schaffen, indem ich Schlangenlinien die Piste runterfahre und versuche dabei hoffentlich das Skelett zu treffen, solange es mich nicht trifft. Moin Joker und moin Mario, schönen guten Abend. Da habe ich auch genug davon, es ist halt einfach, vor allem diese stehende schwüle Hitze. Es ist halt einfach nicht geil. Es ist halt einfach nicht geil. Aber gut. So ist das leider Gottes. Ich würde sagen, ohne lange Umschweife. Wobei, eine Information. Ja gut, die Information kann ich später auch noch auf Discord teilen. Ich werde diesen Freitag keinen Stream machen können, weil wir ein Event auf der Arbeit haben, so ein Team-Event, wo ich den ganzen Abend dann von mittags irgendwie bis spät abends bin ich dann halt weg. Das heißt, am Freitag würde es keinen Stream geben können. Und wegen des Harry Potter-Wochenendes, das steht ja letzten Endes noch, wobei ich da vielleicht auch nochmal gucke, ob ich das vielleicht nicht doch nochmal verschiebe, da ich eigentlich der Felis mehr oder weniger versprochen hatte, dass sie, wenn sie das nächste Mal in einer Challenge Punkte verteilt, wie sie es gemacht hat, dass ich das Wochenende dann auch irgendwann mache, wenn sie Zeit hat. Und da sie jetzt nächstes Wochenende anscheinend keine Zeit hat, muss ich das vielleicht auch nochmal verschieben. Timer, ich habe noch nicht explizit angefangen zu spielen, Dämon, aber alles gut. Dankeschön. Also das schon mal vorweg. Ich werde das auch nochmal auf Discord schreiben, damit es alle nötigen Leute mitkriegen.
Ah, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Gut, dann, bevor hier Dämon wieder einen Anfall kriegt, Timer starten. Und wir versuchen direkt nochmal unser Glück bei... Ist sogar schon die sechste, fehlen nur noch drei. Das Skelett. Aber bevor ich das mache, da fällt mir gerade ein, ich kann doch noch ein paar Punkte verteilen, oder? Ja. Pass mal auf, kann ich da nicht... Verschieben finde ich sehr nice. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Bibi. Ja, ich habe mir gedacht, da du ja schon geschrieben hast, dass du nicht kannst, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir irgendetwas nehmen, wo du kannst. Ich habe gedacht, so nett bin ich mal. So, dann hoffe ich jetzt mal, dass wir auch direkt ein bisschen mehr Damage bei dem Sklet machen. Daumen sind gedrückt. Aber wie geht's dir, Baby? Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Abend. Tag, natürlich. Und auch einen schönen Abend. Alles schön, alles wunderbar. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie ging die Steuerung. Okay, Boost weiß ich noch. Und tschüss. So, schlagen wir, glaube ich, rechts. Er ist weg und zack. Und Basie habe ich. Bevor der... Oh, 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 oh. Bevor der mir hier Damage macht. Oh Gott. Nein. Uah. Ich wollte eigentlich nach links lenken, hat er nicht gemacht. Okay. Okay, da geht schon wieder los. Okay, fangen wir direkt nochmal von vorne an. Ich muss erst nochmal reinkommen. Ich muss ein bisschen bremsen. Und ich sollte einfach nicht die Richtung wechseln, habe ich das Gefühl. Der Gegner ist so schnell darin, einfach auf meine andere Seite zu fahren, dass es sich fast nicht lohnt, habe ich das Gefühl, das Board zu drehen. Okay, erstmal Kette. So, tschüss. Hier lohnt es sich. Das konnte ich in der Luft machen. Lohnt sich nicht, da er wieder auf der anderen Seite ist. Habe ich ja gesagt. Und er ist wieder auf der anderen Seite. Oh Gott, Schwerter. Nein, 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 nein. Okay. Taktik, Freunde. Alles eine Frage der Taktik. Okay. Nein, nein, nein. Oh, shit. Aber ich habe ihn zur Hälfte runter. Ich brauche jetzt nur ein paar Waffen. Okay. Basie habe ich. Und ich weiß, hier ist ein Nunchuck. Kriege ich den? Nee, okay, kriege ich nicht. Aber ein Baseballschläger sollte eigentlich reichen. Gut. Ah. Oh Gott, jetzt nur nicht. Oh Gott. Gierig werden. Ich habe meine Waffe verloren. Nein. Vielleicht reichen es auch Fäuste. Ja, komm, das sollte ich doch. Typ. Nein. Lass dich boxen. Alter, das gibt's doch. Jawohl, geht doch, okay. First try. Beim zweiten Versuch quasi. Easy Game. Pause hat mir gut getan. Mal Punkte in die Challenge. Genau, richtig. Schön alle Punkte in die Challenge reinpacken, damit wir uns in naher Zukunft ein schönes, langes, gemütliches Wochenende mit guten Spielen gönnen können. Denn wenn wir das nicht hinkriegen, ist das allein eure Schuld und gar nicht meine. Und wenn wir es doch schaffen, dann seid ihr einfach die Besten, wo geht. Besonders Jerry, weil er gerade reingekommen ist. Besonders Bibi, weil sie da ist. Besonders Joker, weil sie die Leute daran erinnert. Und besonders Dämon, weil er immer sagt, dass ich einen Timer starten soll. Und besonders Mario, weil er die ganzen Best-Offs macht. Seid Besten. Gut, ja, wir sind quasi fast durch, habe ich das Gefühl. So semi. Aber Jerry, wie geht's dir? Ich drücke für diesen Stream wohl komplett, da ich ziemlich im... Bin für heute, wünsche ich... Okay, du bist ziemlich im Arsch. Alles, okay, habe ich verstanden. Du kannst hier aussprechen, was du sagen möchtest. Hier gibt es keine Begrenzungen. Es sei denn, du bist ein Nazi, dann halt die Fresse und verpiss dich. Aber wenn du mal Arsch, Scheiße, Kacke oder sowas sagen musst, dann gönn dir. Wir sind hier alle erwachsen. Manchmal. Bisschen. Nur noch bis Donnerstag arbeiten. Es geht... Ach, Donnerstag, hast du Freitag frei? Und Jerry freut sich, dass ich Schmuddelwörter benutzt habe. Süß. Okay, Time Attack. Time Attack kriegen wir hin. Time Attack ist easy. Wenn ich die Strecke einmal kenne. Jerry, wie geht's dir?
Hattest du einen richtig schönen, schwülen Montag? Bestimmt, oder? Schwüler Montag, bester Montag. Oder so. Okay. Was seid ihr denn für Dinger? Ich weiß nicht, was ihr seid, aber ihr seid schon so ein bisschen im Weg, muss ich doch mal sagen. Put these foolish ambitions to rest. Und da falle ich hin. Top. Super, Simon, du hast mich umgebracht. Wortwörtlich. Ich hoffe, du bist zufrieden. Und ja, ich weiß, bist du. Aber schönen guten Abend. So. Oh Gott, hier gibt's Tunnel und Kurven und oh mein Gott. Checkpoints, gut. Oh Gott. Satan boardet mit. Abgang! Okay. Wie weit ist es noch? Lulululululu. Und tschüss. Njom. Oh Gott, ich hätte links angemusst. Oh je, oh Gott, oh nein, oh, das Ziel. Und ab ins Ziel. Easy Game. Immer wieder gerne. Hat 36 Grad in der Praxis. Nice. Du hast dann schön beim Durchmassieren deiner Leute, brauchst es gar kein Öl, nahmst einfach deine Hände von dem einen ab. Die waren so feucht, dass du direkt an den nächsten dran gegangen bist. Und jeder hat sich darüber, das Gegenteil von beschweren, hat sich nicht bedankt. War erstaunt darüber, wie geschmeidig deine Hände doch sind. Genau. Habe ich jetzt schon wieder Time Attack gemacht? Ich glaube, ja. Ja, habe ich. Breathe Machine, Moment. Quit. Aber wie geht's dir, Simon? Hattest du einen schönen Montag? Get Items. 35 Gegenstände entlang der Strecke ein, bevor sie das Ziel erreichen. Okay. Ach, das sind wieder diese Kreisdinger da, die man einsammeln muss. Okay. Oh, du Penner! Okay, Okay, einen Trick wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Sehr gut, ich. Kuscht euch. Okay, der hat mich... War das jetzt ein Trick oder hat er mich einfach nach vorne getreten? Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich gestehen. Oh, Typ, warum denkst du so komisch? Da hätte ich nach rechts gekonnt. Okay, ich kann ja durch die ganzen Dinger durch. Die Frage, ist das sinnvoll oder nicht? Au. Okay, das ist ein Angriff, aber er schleudert mich irgendwie interessanterweise nach vorne. Interest. Au. What? Egal, first try. Easy. Relativ entspannt, auch wenn es viel zu tun. Ja, viel zu tun, beziehungsweise es ist zu warm, was zu tun. Ein Hoch auf Klimaanlage auf der Arbeit. Aber der Weg hin und zurück ist halt hart. So, Knockout. Besiegen Sie 10 Schurken, bevor Sie das Ziel erreichen. Okay, wenn wir das geschafft haben, haben wir den nächsten Boss freigeschaltet. Und dann sind wir eigentlich auch schon... Nee, sind wir in der zweitletzten Welt. Okay, also... Erste Aufgabe für diese Strecke. Waffe sammeln. Irgendwo. Da vorne ist was. Da rechts ist was. Basie ist gefühlt so das Beste. Kann relativ schnell angreifen. Au. Ich hasse euch so abgrundtief. What? 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 Entschuldigung, was? Ah.
Okay. Ja, springt mal alle auf meine rechte Seite. Das finde ich sehr gut. Dann muss ich mich nämlich nicht drehen. Und hier runter ist wahrscheinlich auch... Oh, okay, ja, es ist okay, alles okay. So. 7. Zwei noch, komm. Ihr seid nicht so Arschlöcher? Okay, 10. Easy. Dann kann ich ja jetzt auch erstmal gegen Knochen fahren und dann ins Ziel boosten. Hui! Okay, ich... da geht's anscheinend nicht lang. Vermute ich mal. So ein Gefühl. Aber da war so ein Skelett, das sah so aus, als könnte man da lang. Bin verwirrt. Einfach jetzt durch die goldene Mitte und ramm dabei Gegner bei den Haufen. Waffe habe ich gerade nicht. So, angreifen ist so, Muss ich nicht. Ja, okay, jetzt bin ich sowieso im Ziel. Egal, passt so. Im Büro war es recht kühl, dann Klima. Deswegen ist es halt der große Bonuspunkt, wenn man im Büro ist und eine Klimaanlage hat. Das hat halt leider Gottes auch nicht jeder. Aber wir sind da schon ganz gut versorgt. So, was bist du denn für einer, eine Ernis? Aha. Hetzt die etwa Dinosaurier auf mich los? Das sind zwei! Oh nein. Oh Gott. Kopf an Kopf rennen mit dem Boss. Bekämpfen Sie den Boss und... Oh, es sind zwei. Es sind zwei. Ich muss zwei besiegen. Oh. Geil, Nord. Okay, dann gucken wir mal. Und da war die... Okay, da war die erste Waffe. Bevor ich neu starte, glaube ich, gucke ich mir erstmal einfach die Strecke an. Schau mal, wie weit ich komme. Ja, damit ich ein Gefühl dafür kriege. Hier das Basie. Basie ist gut. Das sieht aber momentan noch... Nee. Okay, da sind anscheinend doch zwei, weil der Pfeil zeigt immer noch nach hinten. Auch wenn der eine Typ gerade neben mir ist. Oder Typin, ich bin mir nicht ganz sicher. Das sieht eher nach einem Dude aus. Das... Okay. So viel dazu? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Au! Und die können irgendwelche Eisattacken machen. Sag mal, wo bleibt ihr eigentlich so lange? Lasst euch doch mal treffen. Okay. Sie können mich einfrieren, okay. Cool. Ich brauche eine Waffe. Oh, da, rechts. Oh, stopp. Okay. Soweit, so gut. Au. Die scheinen aber, also entweder... Mache ich wirklich mehr Schaden oder die halten nicht so viel aus wie die anderen Boss, beziehungsweise ihre Lebensenergie ist aufgeteilt. War es das jetzt oder kommt jetzt zweite Form? Ne, die werden gefressen. Okay, das war erstaunlich leichter als davor, muss ich sagen. Also an einem Skelett bin ich ja gefühlt halb verzweifelt, aber das ging ja tatsächlich ziemlich gut. Okay, dann haben wir jetzt noch zwei Welten. Und dann war durch. Cool. Battlefront. Komm danach Call of Duty. Lame Jokes. Diese Schlachtfeld liegt einem Tor zur Hölle. Hier das ungewöhnliche
Hier, das ungewöhnliche Wetter hat einen regelrechten Krieg ausgelöst. Sure. Time Attack. Time Attack kriegen wir hin. Dann kommen schon die ersten Gegner. Soll aber egal. Legt der Typ, hat der Typ gerade Minen gelegt? Alter, Board, Pliss. Das sind tatsächlich Minen. Die grünen Dinger auf dem Boden sind Minen. Die können anscheinend nicht nur mich treffen. Das ist gut. Doch, tschüss. Hui. Okay, nicht hui. Ah ja, stimmt ja. Wenn ich springe und Boost laden möchte, geht das nicht. Stattdessen mache ich einen Trick. Also Boost nur laden, wenn ich auf dem Boden bin. Richtig. Okay, ihr seid alle erstmal relativ unwichtig. Ich muss hier im Moment nur vorankommen. Also... Fort mit euch. So, über den Haufen gebordet. Oh Gott, okay, ich bin raus. Instructions not clear. Wer ist Strecke? Okay, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Ich hätte nicht außerhalb der Karte springen dürfen. Ist aber auch beim ersten Mal nicht so ganz offensichtlich, wo man langboarden soll. Wie gesagt, in gewisser Weise ganz cool, wenn man es mit so Sachen wie Motorstorm vergleicht. Da gibt es das ja auch. Und da finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Weil so Open-World-Strecken sind eigentlich ganz cool. In gewisser Weise gibt es wahrscheinlich schon bei jeder Strecke so einen Best-Way, idealen Weg. Aber das zu erkunden ist halt auch immer wieder interessant, finde ich. Jetzt fahre ich mal links lang. Das ist, glaube ich, vermutlich flotter. Maybe. Okay, da wollte ich eigentlich lang grinden, aber irgendwie hatte das mit dem Grinden nicht ganz verstanden. Das ist ein Panzer. Ah. Aha. Okay. Gleichgewicht. Funktioniert so semi-gut. Oh. Na. Okay. Funktioniert auch so semi-gut. Wo ist das Ziel? Ah, okay. Wie schnell muss ich hier denn sein? Oder fahre ich die falsche Strecke? Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, erstmal Boost, zack, chill mit Öl. Einmal Mine ist nicht so schlimm wahrscheinlich. Au. Ist wahrscheinlich auch weniger springen, mehr springen. Okay, den Boost habe ich jetzt leider nicht aufgeladen, schade. Versuch's nochmal geradeaus einfach. Oder vielleicht ist es besser, wenn ich viele kleine Boosts mache. Irgendwo muss ich ja irgendwo hin. Bumm. Da muss ich rechts lang. Ein bisschen mehr Zeit als eben. Hier hatte ich eben Timeout. What? Ah, das ist doch Time Attack, oder? Moment. Ich muss jetzt gerade mal gegenstecken. Rescue Me, Gone Blind. Ich könnte gerade noch mal, einfach um doppelt zu checken, ob das auch die richtige Mission ist. Mission 2. Nee. Knockout. Was? Doch, Time Attack. Liegen Sie sich zum Ziel, aber achten Sie auf die Zeit. Okay. Extra Zeit für jede Schiene. Oh, da stand irgendwas. Extra Zeit für jede Schiene, auf der ich grinde. Oh, okay. Das erklärt natürlich so einiges, muss ich sagen.
Ah, da hätte ich jetzt auf die andere springen können, theoretisch. Oh, oh Gott, okay, Moment. Ah, das ist immer so furchtbar, wenn ich springe. Ich will eigentlich A drücken manchmal, um zu boosten, aber das ist springen. Wenn ich dann springen gedrückt habe, merke ich, das war ja gar nicht boosten. Boosten ist Z. Und wenn ich Z in die Luft drücke, mache ich einen Trick. Und wenn ich so gerade in der Luft einen Trick mache, falle ich natürlich auf den Boden und dann ist Kacke. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Moin, Björn. Grützel. Okay, das funktioniert so gar nicht. Ich glaube, auf der rechten Seite gab es mehr Rails, auf denen man grinden konnte. Grinden. Rechts habe ich schon mal eine verpasst. Und da auch. Okay. Manche Steine kann ich kaputt machen, manche nicht. Ganz genau so sieht's. Okay. Aber ich habe ein bisschen Zeit gut gemacht, meine ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Weiß zwar noch nicht, ob das ultimativ reicht. Aber nice to know. Ah, what is the good for? Ja. Ah, da ist es. Okay. Easy. Wenn man weiß, dass man durch Grinden mehr Zeit kriegt. Mein Gott, was ist los bei euch? Habt ihr keinen Bock? Doch, richtig Bock. Achso, der 29.09. Ich habe jetzt einfach nicht geantwortet. Ich hab, das war das ganze Wochenende auch gefühlt irgendwie so gar nicht an WhatsApp und ähnlichem. Also was auch immer ihr Halloween macht, ich bin Halloween wahrscheinlich gefühlt bei allem raus, weil sich meine Firma gedacht hat, es wäre eine richtig gute Idee, über das Halloween-Wochenende, nee, über die Halloween-Woche ein IT-Meeting zu veranstalten, was die ganze Woche geht. Warum auch immer. Naja. So, und hier brauchen wir Schlüssel. Schlüssel, okay, den ersten habe ich schon mal verpasst, sehr gut. Muss ich wahrscheinlich auch lang grinden, nehme ich an, ne? Da wäre auch noch zu gewesen, das ist gut. Ja, mega. Ja, okay, also da hätte ich jetzt schon 6 gehabt letzten Endes. Wenn ich die alle eingesammelt hätte. 2. Also mit der Kontrolle, wenn man springt, habe ich auch noch nicht so ganz geschnallt, muss ich sagen. Also ich habe, wenn ich im Stand springe, so, ich mache einen Mini-Hüpfer und habe so gar keine Kontrolle. Ich brauche wahrscheinlich einfach Punkte da drin. Das wird's sein. Was? Ja, dann da wäre natürlich ein Schlüssel oben drin gewesen. Klar, logisch. What? 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 Ich werde abgeschossen. Hallo? Fahr, du Idiot. Okay. Was? Die schießen auf mich. Was für Arschgeigen! Hat Tommy in das Meeting gerissen. Das ist nicht nur ein Meeting, das ist eine ganze Woche. Also das ist, ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich irgendwie Anreise Montag oder so sein. Dann gibt's Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Meetings und Freitag ist Abreise. Richtig gutes Zeug. Oh Gott, nicht runterfallen. Okay, 2. Ja, okay, 3. 4. Mit Wasser und bereue Scheiße. Moin, Niki. Nein.
Kuscht dich, kuscht euch. Geht alle weg. Ah! Und ich habe den Schlüssel verpasst. Ihr Arschpenisse. Und ja, das ist etwas, was es wirklich gibt. Okay, damit hätte ich 6 Schlüssel und die im Nachhinein will ich gar nicht erst versuchen. Die jetzt den ersten Schlüssel kriegen. Hallo aus der Hitze, ja, fühle ich. Das fühle ich. Geht mir so ähnlich. Und nochmal von vorne. Aber es hat sich alles zugezogen. Es soll jetzt gleich irgendwie nachher regnen. Und den Rest der Woche, Gott sei Dank, kühler werden. Und ich bete, dass es auch geht. Und wie es Felix potenziell gehört hat, funktioniert es mit der Begrüßung. Deutsche 1080, ja quasi. Ich weiß nicht, ist Evolution Skateboarding von einem deutschen Entwicklerteam? Oh Gott. Weiß gar nicht. Aber es fühlt sich eher französisch an mit den ganzen Rebellionen. Ah! Hundesohn! Mit dem ganzen Verprügeln und auf die Barrikaden gehen und so weiter. Sehr französisch. Ski-Joggle. Alles gut bei dir. Okay. Hundefick! Warum kann der Penner nicht einfach oben drauf bleiben? Ich hab's nicht gehört, Mist. Das nächste Mal besser hinhören. Weiß ich. Ich mach's jetzt einfach nochmal. Ich mach's einfach nochmal extra für dich. Wenn ich meinen Bot finde. Pass mal auf. Okay, jetzt musst du hinhören. Ich teste das jetzt. Okay, das nochmal. Hier. Hier. Und dann lass dich irgendwo testen. Ah. Nein, kann ich nicht. Braucht einen extra Trigger. Okay, never mind. Da müsste ich jetzt erst einen Trigger für erstellen. Ich mach's beim nächsten Mal. Hör einfach hin. Es ist da. Ich hoffe, es wird kühler. Es soll kühler werden. Also morgen soll Dreckswetter sein. Mittwoch gefühlt auch, aber Temperaturen sollen um gefühlt 10 Grad sinken. Und das ist gut so. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten gehe ich hier ein. Was zum Fick ist das denn schon wieder? What? Wo kommt diese Hurensohn-Explosion her? Mann, ist doch zum Kotzen. Nee, Konami, was ist mit Konami, Mario? Wer hat denn Hollywood zu. Gut, den Song höre ich tatsächlich leider gar nicht. Oder die Sounds. Himmel. Himmel, Herrgott. Nur mir für billige Bootleg-Version. Ah. Ja, es ist. Also, ich kann es nicht vergleichen, weil ich in meinem Leben noch nie 1080 gespielt habe. Aber zumindest thematisch ist das Spiel ziemlich witzig, muss ich sagen. Also es ist halt, keine Ahnung, fährst mit dem Snowboard irgendwo runter und boxt Leute über den Haufen. Das ist halt schon irgendwie ganz witzig. Steuerungstechnisch gewöhne ich mich momentan ein bisschen dran. Ich finde, das Handling ist noch sehr strange. Also richtig strange. Aber ich komme einigermaßen damit klar. Einigermaßen. Okay, dann lasse ich den Schlüssel halt da oben. Mein Gott, da! Weg mit euch, ihr Schabacken! Schlüssel. Oh. Okay, das war knapp, aber nehme ich in Kauf. Jetzt muss ich da oben nur noch den einen Schlüssel mir gönnen. Genau das meine ich, ey. Du, es ist so, du. Steuerung ist so, als ob du einfach durch die Gegend rutschst. Wie komisch. Das auf dem Snowboard. Geht weg. Lasst mich. Auch ein Schlüssel. Brauche noch einen Schlüssel. Den wird es ja wohl irgendwo geben. Und ich weiß auch wo. Nein! Auf dieser Rail, die ich gerade verpasst habe, ist zum Beispiel einer.
Auf der nicht, aber ich weiß, da rechts wird auf mich geschossen, deswegen fahre ich hier links lang. Ihr könnt mich mal. Festig. Oh, da war einer. 6 Schlüssel. Nice. Easy game. So, da vorne ist das Gate. Und da ich leider ein Timelimit habe, muss ich mich ein bisschen beeilen. Aber es sollte eigentlich gehen. Ja, Boost kriege ich keinen mehr. Egal. Doppelt witzig, wenn man es benutzt für was, was eh schon deutsch ist. Keine Ahnung, bewerte Ed Sheeran dann als deutsch Mark Forster oder so. Mit was? Bezieht sich jetzt wahrscheinlich auf irgendwas, was ich eben gesagt habe. Und ich habe den Zusammenhang überhaupt nicht mehr im Kopf. Verzeihung dafür. In Evolution an Evolutionssnowboarding ist Minen in den Schnee werfen. Minen in den Schnee werfen, Baseballschläger mit Baseballschlägern und Ketten andere Leute oder Mitfahrer verprügeln. Und du hast es zwar nicht gesehen, aber eben kam noch ein, oder ganz am Anfang mussten wir noch einen Boss besiegen. Und der Boss war einfach gefühlt ein fahrendes Skelett auf dem Snowboard mit einem riesen Kreuz auf dem Rücken, was uns unter Strom gesetzt hat. Und es hat die ganze Zeit geleuchtet wie so eine Disco. Das ist schon irgendwie ganz witzig. Manchmal. Dein Charakter heißt Gary. Das ist korrekt. Wahrscheinlich kurz für Gerhard Depardieu. Womit wir wieder bei Frankreich wären. Nein, Quatsch, ist Konami. Vielleicht ist Gerhard Depardieu auch einfach nur seltsam ausgesprochenes Japanisch. Wer weiß das schon? Also wenn Japaner gerne Französisch reden beispielsweise. Best of Evolution Scoreboarding ist sicher auch von Konami sowas. Evolution Skateboarding ist sicher auch von Konami, so wie das hier, das meine ich. Ich vermute mal, dass beide Evolution-Spiele beide von Konami sind, schätze ich mal. Ziemlich sicher. Hui, ich fahre unten lang. Freie Wahl, hier gibt es bestimmt Waffen. Gegner gibt es zumindest schon mal, schade. Wappen? Oh, nee. Au. Okay, da fangen sie schon. Okay, alles klar. Ich fahr vielleicht doch woanders lang. Dass sie einfach auf einen schießen. Wie räudig ist das denn? Gib mir eine fucking Bazooka. Geist geblasen. What? Ich war oben. Dreckspiel. Einfach nur Drecksspiel. Moment, wer ist seit 2013 Russe? Geist geblasen? What? So, Weapon. Oh Gott! Ja, okay, das hat gut funktioniert. Warum kann man mit dem Snowboard eigentlich nicht bergauf fahren? Bullshit-Game. Puff. Oh, da vorne, Basie. Basie top. Nein! Der Hundepisskopf hat fucking Granate. Okay, vielleicht kann ich doch bergauf fahren. So. Jetzt ramme ich euch meinen Nagel-Basie in den Arsch, ihr bösen Buben. Bam. Poff. Gucken, ob ich noch genügend Spielraum habe. Bis ich nachher... Wo seid ihr alle? Da seid ihr alle. Okay, da kann ich nicht durchfahren. Habe ich realisiert. Gut zu wissen. Komm mal her. Lasst mich euch anketten. Und zwar so sehr, dass ihr explodiert. Nein, da unten ist schon... Okay, das schaffe ich nicht mehr. Alles klar. Ich muss am Anfang, glaube ich, wirklich nach oben kommen, damit ich eine entsprechende Waffe kriege. Das war das Knee-Jerk-Reaction, was Rassistisches dazu geschrieben. Na. Wir wollen doch nicht gleich obszön werden. Oder der Padieux. Lassen wir das. Aber als Obelix hat er mir sehr gut gefallen. Mit wer Obelix? Wie gesagt, Gertrud keine Quote-Liste, weil wir bis jetzt noch nie wirklich viele Dinge hatten, die als Quote irgendwie festgehalten werden konnten eigentlich. Also es gibt eine Quote-Funktion, ich hatte sie mal aktiv, sie wurde nie benutzt, dann dachte ich mir, egal. Aber gibt's nicht so? Warte, ist das nicht sogar aktiv? Warte mal.
Es gibt Quotes. Jetzt weiß ich nur nicht, wie die Quotes funktionieren. Warte mal. Lass mich mal gerade gucken. Quote. What? Wieso? Ich finde das interessant. Ich finde den Befehl bei mir nicht. Mein Bot kennt den nicht. Hä? Gibt's nicht. Der hat den Befehl nicht. What? Why? Hä? D, D, E, F. Nee. What? Ja, okay. Gibt's nicht. Also, ich kann fürs nächste Mal einen einbauen, aber ich frage mich, warum funktioniert der Befehl? Weil den Befehl gibt es nicht. Technik, die begeistert. Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Schön bergauf Snowboard, man kennt's. Wenn man verzweifelt ist, kann man sogar das Unmögliche erreichen und schaffen. Was für ein Bot hast du? Streamer.bot. Aber das ist keine vorgefertigte. Also du kannst quasi das Ding komplett nackt runterladen und dann beliebig erweitern. Also das Ding kann dir, der Befehl kann heißen wie sonst was. Ja, strange. Egal. Muss ich nochmal gucken. Restarten. Okay, bin oben. Nein, 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 nein. Okay, und Neustart. Gut, dass das so gut funktioniert. Bullshit. Gut, dass das so gut funktioniert. Neustart. Ich habe das mit dem Springen auch noch nicht so 100% verstanden, glaube ich. Funktioniert. Oh, hier ist aber auch Kette. Nice. Okay. Typ, komm her. Typen, kommt her. Lasst euch ketten. Safe. Und weiter ab. Wow, wo seid ihr? Ganz im Ernst, wo seid ihr? Können mal Gegner erscheinen. Da ist einer. Mhm. Oh, da wäre noch eine andere Kette gewesen. Das wäre natürlich auch gut. Wo sind Gegner? Ich kann keine Gegner töten, wenn keine Gegner da sind. Spiel. Alter, ernsthaft. Und der hat jetzt mich der Penner gegriffen und mir allen Ernstes meine Waffe geklaut. Was ein Arschloch. Quote-Ad funktioniert ja nicht. Das hatten wir ja schon probiert. Oder ihr. Mehrfach.
Und ich denke mal, es gibt irgendwie einen Quote, Add oder Add Quote oder sonst was Befehl in irgendeiner Art und Weise. Und der wird wahrscheinlich funktionieren. Sollte aber. Wenn der Befehl entsprechend zum Bot hinzugefügt wurde, ja, dann könnte das funktionieren. Aber da ich das nie gemacht habe, nicht bewusst, und was auch immer in diesem Bot ist, einen Quote-Befehl erkennt, könnte das alles Mögliche sein. Ich meine, ich könnte auch das... Irgendjemand könnte es auch Ausrufezeichen Banane genannt haben, keine Ahnung. Warum auch immer man das tun sollte. Sollten die alle... Oh. Ja, genau. Okay, ich hatte ganz vergessen, dass es dafür einen Sound gibt. Aber ja, in der Theorie könnte das auch einen Quote hinzufügen. Ich kann halt Befehle nennen, wie ich möchte. Nein. Oh, you touch my tra-la-la. Mm, my ding-ding-dong. Okay, da haben wir noch einen. Oh, Leute. Wenn ihr euch so rar sät, ist es schwierig, euch zu besiegen. Ohne Scheiß. Hui! Wo seid ihr alle? Ich sollte fürs nächste Mal auf jeden Fall noch mal ein bisschen meine... Oh Gott! Stärke hochpumpen. Oh Leute, kommt doch mal neben mich. Ohne Scheiß. Und ist jetzt auch schon wieder das Ziel, glaube ich. Ja. Weißt du? Einer. Lecco mio. Das ist ein Snowboard-Gemetzel. Nennt sich Evolution Snowboarding. Ein ganz normales Snowboard-Spiel. Wie du siehst. Mit geringfügigem Aggressionsbewältigungspotenzial. Fügt aber auch manchmal ganz gut Aggressionen hinzu, muss ich schon sagen. Also, da nimmt sich das nicht viel. Ist semi-lustig tatsächlich, auch wenn ich jetzt nicht so 100% Fan von der Steuerung bin. Ich denke mal, da kann man sich auch dran gewöhnen, aber wieso dran gewöhnen, wenn man drüber meckern kann? Bin ja Deutscher. Deutsche können meckern. Nice. Basie noch gekriegt. Gutes Zeug. Oh, 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 komm mal her. Du hast kein Leben mehr. Du hast kein Leben. Lass dich treffen. Nein, das war ein falscher. Ah! Oh, hier kommt jetzt mal alle her. Okay, einen habe ich erwischt. Das ist ein Witz, ne? Ich bin direkt in eine Kette rein. Sehr gut. Ja, das ist so ein bisschen auch so Glücksspiel, ne? Wo sind die Gegner? Sind die Gegner nah genug dran, dass ich sie treffen kann? Aha, das ist gut. Oh, da sind welche. Komm mal her. Kann ich euch einfach... Wo seid ihr? Da sind welche. Lalala. Also ich treffe alle so einmal und dann verschwinden die und kommen gefühlt nie wieder. Alter, was ist das? Ah! Mag das Spiel nicht. Gehen nebenbei meinen Google Timeline weiter durch. Google Timeline? Runburg, Meltdown. Meltdown ist doch irgendein Club. Heißt das einfach, du warst irgendwie die ganze Woche wieder feiern? Meine nicht, dass mich das wundert, aber generelle Frage. Hab Tutorial in Discord gepostet. Was? Wie ich beim Streamerbot einen Quote hinzufüge? Das, also wie man das macht, weiß ich. Das ist jetzt nicht das Problem. Der Punkt ist eher, dass ich das jetzt nicht im Stream machen will.
Ich meine, ich habe den Bot jetzt schon seit... ich bin wieder falsch gefahren, fällt mir gerade auf. Ich habe den Bot jetzt schon seit, keine Ahnung, dreiviertel Jahr oder so und habe mit dem schon ganz interessante Sachen gemacht. Also eigentlich alles, was mein Stream macht, ist mit Streamerbot. Die ganzen Effekte und so weiter, ist alles Streamerbot. Okay, einen haben wir. Typ. Oh, ich hasse das. Das ist so völlig random einfach. Und wenn ich den Typ jetzt treffen will, dann fährt er mir einfach wieder weg. Okay. Let's go. Mhm. Okay. Alter! Ich hasse das so sehr, ey, kotzt mich das an. Boah! Pissnelken. Jetzt das kann ich mir nochmal Angriff hinzufügen. Ja, kann ich. Einmal. Gucken, ob das reicht. Solange ich nur zwei Schläge pro Typ brauche, ist das schon deutlich besser. Scheinbar die gute Studienzeit einfach schön nach der Uni unterwegs. Sehr gut. Das kann sich auch nicht jeder gönnen. Okay, das war knapp. Holla die Waldfee. Nein, Björn, nein. Das ging nur darum, dass ich jetzt geschafft habe, hier oben zu bleiben. Oh ja, oh Gott. Ernsthaft? Wie? Wow. Warum hat das halt eben so viel mit Schaden gemacht? Das hier nur verkraften, wenn du süß. Ja, mach ich mal. Prost, Björn. Aber keine Holla die Waldfee. Wo seid ihr alle? Komm mal ran. Sehr gut. Den habe ich jetzt auch. Okay, wow. Wo fliege ich denn da hin? Ach, der mit seinen Scheißminen. Kommt neben mich. Lasst euch boxen. Okay. Hört auf, von mir wegzufahren. Lasst euch verprügeln wie gute Opfer. Oder Schurken. Je nachdem. Wo seid ihr? Okay. Typ. Komm jetzt ran da. Drei noch. Nein! Oh. Kannst du noch einen Korn abholen? Schick mir den mal auf Discord, ich guck mal, ob ich den hinzupacke. Sag immer, das ist die Frage, ob ich den Sound potenziell jetzt einfach gut finde oder nicht. Die anderen fand ich ganz witzig, deswegen habe ich es hinzugefügt. Okay. Gefallen ist egal, Hauptsache bin oben. Das ist das Wichtige.
Da haben wir noch einen. Langsam. 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 Wo sind sie? Da ist einer. Okay, das ist gut. So viele Gegner hier. Es ist halt... Und da kommen neue. Okay, den... Okay, 5. Ja, hatte ich eben schon 7. Oh, warum? Das regt mich so auf, dass ich so keine Kontrolle habe, wo diese Penner sind. Ey, es ist doch zum Kotzen. Was? Ich hab doch noch einen gekriegt! Ey! Nein, nicht. Och, ich wollte nicht quitten. Ich mag keine Quitten, ich mag Äpfel. Oh. Nervig. Sehr nervig. Guter Sprung. Können auch eigentlich einfach ganz am Anfang diesen Baseballschläger hier mitnehmen. Dann kann ich eigentlich auch unten lang fahren. Dann kann ich auch früher anfangen, Gegner zu hauen. Warum habe ich das vorher nicht schon gemacht? Wo ist mein Baseballschläger hin? Ah, okay, die Wand tut mir weh, weil es ein Stacheldrahtzaun ist. Ja, das macht sogar Sinn. So viel Logik hätte ich dem Spiel jetzt gar nicht zugetraut, muss ich sagen. Hallo, wo seid ihr? Da sind welche. Nein, 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 da hat jemand kaum Leben. Habe ich ihn erwischt? Oh, das ist gut. Oh, noch einer. Okay. Okay, geht doch. Meine Güte. Habe ich sogar schon 12 und habe noch ein bisschen Strecke vor mir. Aber wenn man sie nicht drauf... Okay. Weiß ich nicht, jetzt ist wieder hier so gar kein Gegner da, beziehungsweise der eine, der mich halt gerade angegriffen hat. T13. Ach Gott. Okay. Dann haben wir das auch erstmal. Dann können wir jetzt den Boss machen. Kann schon kaum erwarten, was das wohl sein mag. Aber bevor ich den Boss mache, kann ich mir gerade nochmal extra Damage dazu holen. Aber wir können das Boss-Intro mal schauen. Okay. Der hat eine Railgun, Minigun. Okay. Das ist halt schon herrlich übertrieben, das ist lustig. Was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass der Penner eine Minigun hat. Sein Bild ist sogar eine Minigun. Nein, okay, es ist eine riesige Minigun mit ein bisschen Typ. Auf kleinem Board wahrscheinlich. Okay, ich quitte aber kurz. Wie gesagt, ich hole mir gerade noch extra... Nein, oh, wieder zu schnell geklickt, ich doof. Nochmal extra Angriff. Eine Stufe. Wahrscheinlich zählt jeder Damage, den man kriegen kann. So, zurück, zurück. Edit Stats. Holen uns Damage.
Und ab geht das. Nein, ich wollte auf Missions. Mission. Battlefield. Eine riesige Minimap mit ein bisschen Typ auf einem Board. Ja, es sieht sehr danach aus, wenn du das Bild anguckst. Ich glaube, das Silberne da rechts in der Ecke war nämlich der Typ. Vermute ich mal. Ja, was wir zuerst brauchen, ist Waffe. Jetzt ist auch die Frage, der Typ ballert ja wahrscheinlich auf mich. Würde ich jetzt mal befürchten. Und sehr gut. Minen. Mhm. So, wo ist Boss? Ui! Wo Boss? Okay. Ist denn. Ach, er driftet da oben. Okay. Nett. Er ist auch schon fast down. Ich muss jetzt nur an ihn rankommen. Das ist ja. Oh, warte. Da war er. Hüp. Ah. Ah. Das war deutlich leichter als gedacht. Finde ich aber gut. Beschwere ich mich nicht drüber. Dann haben wir jetzt noch ein Level tatsächlich. Also eine Stage, eine Ebene, wenn man so will. Sprich drei Missionen und einen Boss. Und dann müssten wir durch sein. Eingedeutetes Damage klingt wie Amogus als Among Us ohne N. Da kommt nirgends ein N vor. Was? Was für ein N, Mario? Hä? GameCube in the house. Moin, Zelda. Schönen guten Tag. Kommst potenziell zum quasi fast Finale? Irgendwie sowas in der Richtung? Ja, okay, ich hab nur auf das Amogus geguckt und dachte mir, wurde das doch kein. Ja, okay. Es ist Montagabend. Ich bin verwirrt. Was ist denn aus mir geworden? Was? Zelda, ich habe keinen Einfluss darüber, wie viel Werbung du siehst. Es ist einmal Werbung. Oh Gott. Oh Gott. Oh shit. Oh fuck. Hoppla. Ich habe meinen Tisch hochgefahren und mein Tisch hat angefangen, einen Stehleuchter umzuschmeißen. Da hat sich ein Kabel an so einer Schraube festgehangen und die Lampe mit nach oben gezogen und die ist dann langsam aber sicher Richtung Boden kippt. Und ich dachte mir so, oh oh, das sollte ich vielleicht verhindern. Hat noch funktioniert. Zweimal Werbung. Gut, ich meine, Zelda, du musst natürlich keine Werbung sehen, wenn du einfach den Kanal abonnierst. Oder die Twitch Turbo holst. Oder wie das Zeug heißt. Das gibt's ja anscheinend auch. Es gibt Möglichkeiten, man muss sie nur wollen. Stehleuchter, so Gerrit steht auf Feuer. Hä? Den Zusammenhang musst du mir erklären. Oh. Was? Das ist der letzte Kampf. Machen Sie sich bereit für einen ernsten Kampf im Big Core. Muss ich den 10-mal besiegen? Okay. Das ist der letzte Kampf. Machen Sie sich bereit für einen Kampf ohne Unknown. Vorsicht vor den Angriffen von irgendwem. Okay. Oh, was? 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 What?
What? What? What? What? Okay. Rutscht dann erstmal. Ah, okay, was war das? Und warum? Was? Hilfe? Hallo? What? Was soll ich tun? Oh, das. Was sind das denn für riesige explosionende Granaten? Was? Ich bin so komplett aufgeschmissen gerade. What? Haha, Spacken. Sind so doof und fahren in Minen rein, wird mir ja nie passieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Okay, das ist hart. Warum es geht, Gerrit ist schuld. Ja, vielen Dank auch. Was war mit Oh Shit, Oh Fuck? Alles. Die ganze Stage. Bin am Anfang die ganze Zeit von irgendwas abgeschossen worden. Und überall sind Granaten und Gegner und what? Bin mal auch gespannt, ob ich in der Stage irgendwas erreichen muss. Oder ob ich einfach nur bis zum Ende kommen sollte. Ja, okay. Da okay, cool. Out of... What? Und setz mich direkt vor eine Granate. Nice. Okay. Das ist, interesting. But not in a good way. So, Boost. Das hat nicht funktioniert. Au. Au. Alter, wie sollen wir den Granaten ausweichen? Die sprengen die ganze Strecke in die Luft. Danke für die Punkte. Oh, Alter. Getting closer. Ja, ich bin schon wieder weg. Ey, was zum Henker? Okay, springen kann ich anscheinend. Ich kann durch die Dinger durchboosten, ohne dass mir was passiert. Interesting. Aha. Aua. Alles sehr, sehr seltsam. Denn ich bin dumm, aber glücklich. Ich bin dumm, aber glücklich. Ich bin dumm, oder? Aber glücklich. Alles gut. Das ist so mega. Au. Ich bin durch dich durchgefahren. Ich weiß, okay. Ich muss vermutlich nur bis zum Ende kommen und überleben. Das ist schon hart genug. Was leuchtet da vorne denn so? Ach du Heiliger. Okay, das ist kaputt. Wahrscheinlich muss ich die ganzen Dinger irgendwie... Besiegen! Essen! Nein! Ich hab's verpasst! Oh, das ist... Was soll ich gegen diese riesen Drecksgranaten machen? Die machen Bumm und ich mach Au! Yay! Aber immerhin kriege ich keinen oder finde ich keine Leben, wenn ich auch noch Bounce falle. Das ist schon mal gut. Oh Gott. Ja, aber. Au. What? Okay. Das ist hart.
Also weggelaufen bist, die Clip. Ach so, als ich weggelaufen bin, da ist bei mir die Lampe umgefallen. Als mein Tisch hochgefahren ist, hat er angefangen, mein Stehleuchter, den ich habe, einfach meinen Stehleuchter umzuschmeißen, weil sich ein Kabel verfangen hat. Da muss ich kurz hinter meinen Tisch laufen und das Ding abfangen. Das ist passiert. Bis zum Ende wäre hart. Kann ich mir ganz gut vorstellen, tatsächlich. Main, wenn man die Strecke einigermaßen kennt, sollte es eigentlich gehen. Wo ich mir eigentlich mehr Sorgen drum mache, ist, dass mich die Dinger hier tatsächlich abschießen. Au. Au. Weil das ging jetzt tatsächlich noch. Ich muss halt wissen, wann man den Dingern wie, wo ausweicht. Okay, das... Okay. Der Gegner hat jetzt was kaputt gemacht. Das ist natürlich auch nett. Cool. Da komme ich anscheinend nicht lang. Dann fahre ich an der Seite lang. Nett. Oh, da wäre jetzt noch Leben gewesen, aber ich habe noch nicht so viel Leben verloren. Soweit, so gut. Ich weiß, dass ich da hinten gleich auch nochmal Leben kriege, am Rand. Werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Hier booste ich einfach durch, dann läuft das. Von der werde ich anscheinend einfach getroffen, das muss so. So, und von der auch, das ist okay. Auf die Strecke komme ich jetzt nicht mehr. Ich springe hier einfach runter, weil auf die Strecke komme ich ansonsten nicht mehr zurück. Ich wüsste nicht wie. Okay, die machen mir dann doch Schaden, wenn ich booste. Interesting. Alter. Hinten am Rand, da kann ich an der Seite durchfahren, das geht. Und ich krieg das Leben, das ist sehr gut. Und die Dinger sprengen mich einfach runter, damit muss ich akzeptieren. Sagt einfach gerade, Stream tot? Nö, dem Stream geht's gut, eigentlich. Ich bin ein bisschen kaputt, aber dem Stream geht's gut. Und die treffen mich trotzdem noch. So, irgendwo hier waren auch Leben, habe ich gesehen. Typ, ey. Okay, ich sehe schon. Ich muss wahrscheinlich wirklich diese Dinger da kaputt machen. Mhm. Oh, ja, okay. Cool. Oh, das wird eklig. Das wird eklig. Und hier unten war, glaube ich, auch irgendwo. Schupp. Ledig habe ich. Eleganz. Okay, Leben habe ich. Das ist schon mal gut. Wenn ich auch irgendwo dieses... Dafür, dass die Strecke so extrem steil ist, komme ich gefühlt gar nicht voran. Hier sollte ich relativ schnell durchboosten. Das geht. Runterfallen tue ich auch nicht explizit. Das ist gut. Und hier wird es jetzt nochmal interessant. Ja, das die kann ich nicht was gegen machen, meine ich. Hier falle ich einfach runter. Okay, da hatte ich gerade anscheinend noch Immunität. Wie ich euch ausweichen soll, keine Ahnung. Hier falle ich wahrscheinlich wieder runter. Ne, geht so gerade sogar noch. Nevermind, sie schießen mich runter. Ich habe nichts gesagt und schießen mich die ganze Zeit dabei ab. Das ist auch fair. Alter, ist das euer Ernst? Und kriegt von hinten wahrscheinlich nochmal abgeschossen, oder? Nein, aber von vorne. Alter, what? Nein, ich... Ach, warum ist Aufgeben die erste Option? Bullshit. Ach, viel, über das man sich aufregen kann. Meine Güte, ey, das ist hart. Aber da war, wir waren zumindest am Ende. So weit, so gut. Frage ist... Nee. Trick hat er jetzt nicht gemacht. Eventuell kann man durch
Tricks vielleicht Schaden entgehen. Das könnte ich mir, könnte ich nochmal probieren. Jeder. Ah, nee, okay, habe ich erwischt. Sehr gut. Okay, Leben haben wir, das ist gut. Boost. Ah ja, Granate, stimmt. Ah, an den kann man vielleicht einfach vorbei boosten. Das könnte sein. Wenn ich jetzt hier einfach mitten da rein booste, dann funktioniert das wohl doch nicht. Never mind. Ja, ich, was soll ich gegen die Dinger machen? Ey, ohne Witz. Au. Okay, dann kann ich links nochmal Leben einsammeln. Hier falle ich einfach runter, weil das passiert sowieso. Damn! So, jetzt muss ich theoretisch irgendwie hier drüber wahrscheinlich das Ding kaputt machen. Okay. Da wäre Leben gewesen. Diese ganzen Schießdinger. Von stationären Geschützen abgeschossen werden, wenn man nicht so 100% Kontrolle über den eigenen Charakter hat, ist semi-amüsant. Und erfolgreich verfehlt, sehr gut. Kann ich mir jetzt natürlich. Alter, ey. Kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Man kommt am Ende an, dann wird einem gesagt: Schön, dass du da bist, aber du hättest leider alle Kontrolldinger, keine Ahnung, Gott, treffen müssen, um den Boss zu besiegen. Leider bist du schlecht. Nein, Alter! Oh, Steuerung! Wo eigentlich ist das Leben hier? Das Leben habe ich irgendwie komplett verpasst. Okay, das kann ich direkt wieder vergessen. Boom, Knockout. Boah, Bruder. Haha, Bier. Jo. Wenn er mich pausieren lässt, pro Zelda. Auf ein neues. Extrem lecker. Hm. Was mit dem Trick hat jetzt auch nur so semi-gut funktioniert. Okay, der ist wenigstens weg, aber Trick hat wieder nicht funktioniert. Au. Okay, Leben habe ich nicht gekriegt, aber ich habe auch zum Glück kaum welche verloren. War schon unten oder noch nicht? Nein, noch nicht. Das ist zumindest mein Ziel. Ich vermute mal, wenn ich unten bin, habe ich potenziell gewonnen, schätze ich mal. Und runter. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und runter. Nice, nochmal schön getroffen werden. Und sobald man von diesen scheiß Schüssen getroffen wird, erstmal richtig schön der Boost weg. Ja, wenn man Boost macht, kann man durch Explosionen durchfahren. Zumindest durch diese Minen. Ich frage mich, ob man dadurch auch die Riesendinger umgehen kann. Und runter. Okay. What? Ja, das war mein Ziel. Das wollte ich genauso machen. Vor allen Dingen nochmal abgeschossen werden. Großer Spaß.
So. Warum bist du da? Ist halt. Alter, dieser. Okay, habe ich erwischt. Leben habe ich, das ist gut. Dann haben wir jetzt potenziell noch mal eine Chance. Okay, das was? Potenzielle Chance ans Ende zu kommen. Ich schwöre, diese Steuerung, ne? Ha. Man hat anscheinend wirklich, nachdem man einen Trick gemacht hat, eine kurze Zeit Immunität. Ja, okay, das ist klar. Ja, wenn man einmal getroffen wurde, kann man das, glaube ich, knicken. Never mind. What? What? Was ist passiert? Da sind Explosionsschutzdinger vor dem Ende. Muss man da mit vollem Leben hin? What? Man will auf den Skateboard und muss das Game reinig. Muss das Game reinig sein? Was heißt dieses Wort? Was heißt reinig? Nein, ich wollte nicht aufmachen. Okay. Mission. Oh boy. Reinig heißen. Was? Okay. Sehr gut, hat das funktioniert? Oh. Ach, das kann natürlich sein, dass am Ende diese Boost-Dinger oder diese Explosionswände kaputt gehen, wenn man auf dem Weg dahin diese, ja, keine Ahnung, Maschinendinger kaputt macht. Oh, wo kommt dieses... Du siehst die Fickdinger nicht mal. Manche. Frage, kann ich da hinten auch einfach so dran vorbeifahren? I can't. Nice to know.
Ernsthaft. Ernsthaft. Ja, cool. Immerhin habe ich das Leben gekriegt. Oh boy, oh boy, oh boy. Gut, dann ist das nächste Ding. Dann müssten es drei sein. Theoretisch müsste noch irgendwo ein viertes sein, vermute ich mal. Okay, doch noch getroffen. Ich habe gedacht, ich wäre erfolgreich dann vorbeigesprungen. So wie an der Strecke. Oh Gott. Okay, Leben noch gekriegt, sehr gut. Leben war der wichtige Teil. Die Granaten-Explosionsdinger treffen mich anscheinend zum Glück nicht, warum auch immer. An den Dingern bin ich durchgeboostet, das ist gut. Top. Ah, und du bist wieder da. Das ist ja toll. Alter, ist das dein euer fucking Ernst? Pff, lächerlich. Absolut lächerlich. Instant tot, wenn ich dir. Okay, ich meine, ich habe keine Leben mehr, wenn ich da hinten ankomme, davon mal abgesehen. What? Warum? Ich glaube nicht, dass es da noch einen anderen Weg gibt, den man rutschen kann. Es sieht momentan halt einfach danach aus, als ob man Damage bis zum Ende einfach tanken muss. Und ansonsten kommt man nicht durch. Schnalle ich nicht. Ist das deren Ernst? Knopf. Oh, hab was gesehen. Potenziell, eventuell, rein theoretisch Idee. Und nein, ich guck mir nicht an, wie man das Spiel besiegt. Noch nicht. Bomb.
So. Wird nämlich cool. Ja, Schwung brauche ich nicht. Wer braucht schon Schwung, um voranzukommen? Boom. Was ich nämlich gerade gesehen habe, ich muss jetzt gucken, wo das genau war. Ich glaube, gleich links auf der Seite das erste Rail. Wichser. Hier. Und da, wo ich jetzt nicht drauf gekommen bin. Da hinten, direkt hinter dem Restart, seht ihr nämlich auch wieder eins von diesen Maschinendingern. Das kann sein, dass ich das wahrscheinlich noch kaputt machen muss. Und vermutlich, eventuell, wenn ich alle vier kaputt habe und dann am Ende bin, komme ich vermutlich zum Boss, eventuell. Keine Ahnung. Wenn das auch nicht funktioniert, dann weine ich erstmal eine Runde. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Und warum er hier wieder keine Tricks macht, ist mir auch wieder ein Rätsel. Aber abgeschossen werden findet er super. Boom. Fall hin. Brech dir was. Bitte. Aber Gerrit, so leid kann ich dir eigentlich gar nicht tun. Ich habe mir den Scheiß nicht selber ausgesucht. Na, Leben brauche ich eh nicht. Hab keins. Und bumm. Kennen wir. Freuen wir uns alle. Und der. Dieses Sprungverhalten, was nicht vorhanden ist, ist auch zum Kotzen. Ach ja, weil ich weiß, was in 18 Tagen mit dir passiert. Wir werden sehen. Tja, also wenn ich es nicht schaffe, auf diese Rail drauf zu kommen, braucht man die Stage gar nicht weiter probieren. Tricks will er auch nicht machen. Ich gebe Tipp in VK. Ich will keine Tipps, ich will leiden. Potenziell habe ich selbst rausgefunden. Ich will jetzt erstmal rausfinden, ob ich es. Ob ich richtig lag oder nicht. Okay, du bist auf jeden Fall kaputt, das ist gut. Au. Wenigstens ist das Ding, was ich jetzt hier kaputt machen möchte, noch relativ am Anfang. Das geht ja dann sogar noch. Okay. Ja. Okay. Egal. Ist nicht so wichtig. Das Ding ist kaputt. Da ist erstmal. Oh, da ist sogar noch Leben sich gerade. Wusste ich gar nicht. Nice. Typ. Hab ich so viel gehört? Sofort, Sekunde. Irgendjemand ist tot und das finde ich gut, denn das bin nicht ich. So. Das Lebenenden brauche ich jetzt tatsächlich auch gar nicht, weil ich nicht getroffen wurde. Nicht hier. Ja, aber da kommt man nicht vorbei, ohne getroffen zu werden. Meine Meinung. Okay, hier bin ich auch dran vorbeigekommen, ohne getroffen zu werden. Respekt an mich. Egal. Egal. Sehr gut. Nein, falsche Seite. Ja, gut. Hier drüben gibt es nämlich Leben, das ich anscheinend nicht brauche. So, und dann kommt jetzt gleich das dritte Ding, was man kaputt machen muss. Und ich meine, dann ist doch irgendwo, war da nicht noch ein viertes? Nee, ne?
Nee, es waren vier. Okay, hab alle vier. Oh, Controller, hört bitte auf zu vibrieren, ey. Danke. Ja, geil. Zelda 25. Der hat mich in das Leben reingeschubst. Nice. In Good Game GameCube Wochenende gepackt. Sind schon 32% geschafft. Getting closer. Ja, geil. Danke für die ganzen Punkte. Alter, das... Ey, das ist nicht euer fucking Ernst. 30% geschafft. Getting closer. Ja, geil. Ledo hat einfach mal 2.000 Zeug in Good Game GameCube Wochenende gepackt. Sind schon 36% geschafft. Getting closer. Oh. Ha. Ha. Ey, ernsthaft. Und ihr macht einmal Bumm. Ja, super, trefft mich. Aua. Ich hoffe, ich komme jetzt bis zum Ende durch, ne? Nö. Okay. 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 Time. Where the massive explosion was reported. Are there any survivors? All I see is snowy terrain. Wait, HQ, HQ, looks like some survivors. There's a snowboard being waved at us. Send in a retrieval squad and bring them home. Roger that. Bäm, Junge! Lödö! Mensch! Schnuckepups! Einen schönen guten Abend! Was treibt denn so einen edlen Herren wie Sie in Gefilde wie diese? Außer meine Wenigkeit. Wie geht's dir, mein Guder? Ich hoffe, das Leben lebt gut vor sich hin. Und jetzt auf wie? Genau, richtig! Pro Zelda! Danke für den Ansporn! Ja, geil. Da können wir sogar heute noch gucken, was wir als nächstes spielen. Das ging ja doch erstaunlich schnell. Bin im Internet falsch abgebogen. Du bist nicht in der Winkelgasse, du bist in der Nocturngasse gelandet irgendwie. Hast dich beim Abbiegen verschnupft. Das war's Falsches gesagt und bist in der falschen Gegend gelandet. Aber schön, dass du da bist. Aber ich sag, hast du Saufi gehört? Eben hast du Saufi gehört, ich hab's quasi gerade nachgezogen. Yo. Hausnummer 666. Klischee. Ich mag's. Gut, ja, ich würde sagen, die Credits müssen wir uns jetzt ja nicht zwingend gönnen. Wir haben ja, wir sehen jetzt alle, wobei vielleicht kommt nach den Credits noch irgendwie was so. Spoiler auf, wobei das dauert mir zu lange. Am Arsch. Nice, okay, dann bereite ich mal gerade alles Wichtige vor. Beim neuen Fenster öffnen. Und dann, ja, Assisten habe ich ja, ich muss erstmal einblenden. Alle Spiele. So, Evolution Snibberding haben wir heute beendet. Und ich kann theoretisch auch gerade mal dafür sorgen, dass du zumindest ein bisschen musikalische Untermalung kriegt. Wann haben wir es denn beendet? Heute ist der, mal schauen. 11.09.2023. Guck mal da oben! Möwen! Schöner Schredder! Du machst das random, oder? Ich mach es in der Tat random, das ist korrekt. Ich gucke ja immer wieder, ob so ein paar Schätzchen gespielt werden, weil ich so ein paar GameCube-Underdogs echt freuen würde zu sehen. Also auf ein paar freue ich mich definitiv auch. Potenziell hast du Interesse daran, deine Punkte in die Kanal-Challenge reinzugeben. Das ist nämlich, dass ich ein Wochenende ein
gutes Spielwochenende mache, da zocke ich dann 12 Stunden und das nur gute Spiele vom GameCube. Und welche Liste das ist oder welche Spiele wir bis jetzt als gut, hat er schon. Ach so, habe ich gar nicht mitgekriegt. Guter Mann. Genau, und welche Spiele das sind, kannst du halt in dem Challenge-Dokument quasi einsehen. Und Felix und ihr gerade rechtzeitig aufgehört. Dann verpasst ihr wenigstens nichts, genau. Wie lange haben wir denn hier für Griff eigentlich gebraucht? Das mal gerade schauen. 4 Stunden, 26 Minuten, 39 Sekunden. Bewertung, ja. Thematisch ganz witzig, Steuerung war Murks, ich gebe dir mal eine 4. Schwierigkeit war schon eher so eine 6. Sollte reichen. So, dann kommst du weg. Nicht beendet. Das mache ich für euch mal ein bisschen größer. Nehme ich dran. Ich hoffe, irgendwann mal das fangemachte Kombi aus Wii und Wii und GameCube und Nintendo DS rumzuladen. Das wäre was. Spielauswahl. So, dann switch um. Genau. Gucken wir mal. Wir haben noch nicht beendet. 609 bzw. 608 in dem Fall. Muss man natürlich ein bisschen richtig sehen. Wir fangen ja an Zeile 2 an. Maximal 609. Gut, ich würde sagen, dann schauen wir mal, was wir als nächstes spielen. In 3, 2, 1, plopp. 258. 258. Lost Kingdoms 2. Da haben wir ja schon den ersten Teil gespielt. Da freue ich mich drauf. Ich finde, das ist ein gutes Spiel. Da habe ich Bock drauf. Und für Simon ist es auch was. Es ist ja schließlich From Software. Da hat er richtig Bock drauf. Ne, Simon? Nee. Lost Kingdoms 2 freue ich mich drauf. Endlich wieder ein etwas ungewöhnlicheres Spiel. Ist wieder Haarscharf von Looney Tunes vorbei. Ja, tatsächlich. Und an Luigi's Mansion rein theoretisch auch. Und auch an Scheiße. Richtig gutes Zeug. Das beste Zeug. Gut. Dann korrigieren wir das doch gerade mal. Lost Kingdom 2. Haben wir korrigiert. Legend of Golfer, beste Game. Legend of Golfer? Das kenne ich halt gar nicht. Keine Ahnung, das ist aber safe. Ich wäre mir da nicht so hundertprozentig sicher. Es gibt wahrscheinlich einige Spiele, die interessante Namen haben, aber die sind wahrscheinlich einfach Kacke. Bin ich mir safe sicher. Gut, dann kopiere ich den ganzen Spaß mal gerade rüber. Ich schicke euch mal wieder ins Dunkel. Hier wollte ich eigentlich hin. GameCube ISO. Und dann schauen wir mal ein bisschen Lost Kingdoms 2 rein. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich meine, ich habe früher beide gespielt. Viel vom ersten Teil wird sich das vermutlich nicht unterscheiden, glaube ich. Also es gibt viele von den gleichen Monstern. Es gibt vermutlich ein paar neue. Aber wie viele, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Und wenn es mal laden würde, damals. Lost Kingdoms 2. Games, Emulatoren, Dolphin, Spelle. Du kommst weg, du kommst rein, alles fein.